Nachdem gestern wieder einmal die Inflationszahlen aus den USA höher waren als erwartet, zum vierten Mal in Folge, steht heute vielleicht die nächste böse Überraschung in Sachen Inflation an, denn heute kommen die US-Erzeugerpreise, die als Pipeline-Inflation bezeichnet werden. Warum? Es geht um die Kosten für die Unternehmen, die Firmen. Und wir haben gestern gesehen, dass vor allem Bereiche wie Elektrizität, also Strom, Rohstoffe, Gas respektive Gasoline, also Benzin, deutlich gestiegen sind. Das sind alles Bereiche, die Firmen noch deutlich mehr betreffen als eben Privatkonsumenten. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die heutigen Erzeugerpreise tiefer ausfallen als erwartet, vergleichsweise sehr gering ist, während die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass die heutigen Erzeugerpreise höher ausfallen werden als erwartet. Und das ist insofern bedeutsam, als eben steigende Erzeugerpreise, also steigende Kosten für die Unternehmen, ein Margenproblem werden. Entweder sie geben das weiter an die Konsumenten mit der Folge dann weiter steigenden Inflation, oder sie verzichten auf Marge. Genau das hat gestern Joe Biden von diesen Unternehmen gefordert und gesagt: Mensch, senkt doch mal bitte die Preise, damit die Inflation nach unten geht. Die werden natürlich einen Teufel tun, das zu machen. Aber schauen wir uns das Setup am Tag der EZB-Entscheidung und eben der US-Erzeugerpreise einmal an. Hier sehen wir die höhere Inflation gestern in allen Kategorien höher als erwartet. Die Reaktion der Märkte sehen wir vor allem am Anleihemarkt. Die 10-jährige Anleiherendite, booms, nach oben geschossen. Der Anleihemarkt hatte da eine ziemlich klare Meinung, nachdem eben wieder einmal, das vierte Mal in Folge, die Inflationsdaten höher waren als erwartet und Jerome Powell ja noch vor kurzem gesagt hatte, wir sind nicht weit entfernt davon, Vertrauen zu bekommen, dass die Inflation wirklich nach unten geht, damit wir die Zinsen senken können. Naja, die Frage ist nur, wie definiere ich nicht weit entfernt? Sind das 1000 oder 7 Millionen Kilometer? Und hier ist das Problem der Märkte und auch der Fed. Wir sehen gestern die Juni-Wahrscheinlichkeiten, dass die Fed also im Juni die Zinsen senkt, massiv abgestürzt. Jetzt hat man die erste Zinssenkung sogar auf den 18.09. verschoben. Das Problem ist, dass es 6 Wochen vor der US-Wahl und wie hier eine Bank sagt oder der Chefvolkswirt einer Bank sagt, einer der wichtigsten Responsibilities ist eben Public Standing, also ist das Vertrauen in der Öffentlichkeit. Und wenn die Fed, je näher sie an die Wahlen, an die US-Wahlen, die am 5. November stattfinden, rankommt, umso schwieriger wird das zu begründen sein, umso mehr wird man ihr unterstellen, du handelst politisch, hilfst etwa der Biden-Regierung mit einer Zinssenkung. Also das Zeitfenster schließt sich immer mehr und jetzt haben wir diese hohen Inflationsdaten, Tendenz klar nach oben gerichtet. Der Fed läuft gewissermaßen die Zeit weg. Möglicherweise werden wir eben überhaupt keine Zinssenkung mehr sehen können vor den US-Wahlen. Und wenn wir jetzt nochmal zu den heutigen Erzeugerpreisen kommen, gestern bei den Verbraucherpreisen war Shelter, also alles, was mit Haus, Unterkunft irgendwie zu tun hat, und Gasoline, also Benzin, die hauptsächlichen Treiber. Und jetzt gibt es noch Analysehäuser, die sagen, ja, es könnte vielleicht doch noch im Juni eine Zinssenkung geben, wenn heute die Erzeugerpreise niedriger ausfallen. Das zumindest sagte Morgan Stanley, ein anderes Analysehaus, Capital Economics, sagt, also das hat jetzt wirklich die Juni-Hoffnungen auf eine Zinssenkung komplett gekillt. Und schauen wir uns mal an die Erwartung heute für die Erzeugerpreise, dann haben wir in der Headline plus 0,3%. Das ist wenig, würde ich mal vermuten, in der Kernrate plus 0,2%. In der Headline also mit Energie und Nahrung, wenn wir gesehen haben, dass eben Gasoline massiv gestiegen ist, Elektrizität deutlich gestiegen ist, Rohstoffkosten, Transportkosten deutlich gestiegen sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Zahl heute unterboten wird. Dann zum Vorjahresmonat 2,2 in der Headline und 2,3 in der Kernrate. Schauen wir uns aber mal an, hier diese Erzeugerpreise, heute 14,30 werden die ja kommen. Zum Vorjahresmonat waren wir zuletzt bei 1,6%, zum Vormonat bei üppigen plus 0,6%. Das war schon ein großer Schluck aus der Pulle. Und rechts nochmal die Global Manufacturing PMI, also der Einkaufsmanager-Index für Gewerbe, das ja zuletzt deutlich angezogen hat. Und
Das ist im Prinzip eine Art Vorläufer für die Erzeugerpreise und die Inflationsdaten aus den USA. Und hier dürften wir also eine weitere Steigerung sehen, weil gerade im Gütersektor jetzt eben die Inflation wieder anzieht. Und insgesamt jetzt unter Biden, dafür kann er nur bedingt etwas. Diese Inflationsdynamik war vorher schon da. Biden hat sie nicht gerade wahrscheinlich gekillt. Aber die Preise sind 19% gestiegen, seit er im Amt ist, und dementsprechend die Aufforderung Bidens jetzt, die Profite runterzufahren, indem sie die Preise senken, das wird natürlich nicht funktionieren. Und dann auch eine Aussage von Biden, ja, es kann sein, dass dann die Zinssenkung um einen Monat verschoben wird. Was ist damit gemeint? Also von Juni auf Juli? Oder was will uns der gute US-Präsident damit sagen? Ist etwa die Fed vielleicht nicht ganz unabhängig von den Wünschen des Präsidenten und vor allem seiner Finanzministerin? Mag da einer fragen. Hier im Jahr 2019, da hat damals Joe Biden noch den damaligen Präsidenten Trump schwer kritisiert für den Druck, den er auf die Fed gemacht hat. Wir erinnern uns noch die Eskapaden von Trump gegen Fed-Chef Powell etc. Das macht Biden natürlich viel, viel weniger offensichtlich, aber da dürfte auch Druck natürlich sein auf den Fed-Chef. However, die Märkte machen auch Druck und wir sehen, dass die zweijährigen Break-Evens, also die Inflationserwartungen für die nähere Zukunft, kann man vielleicht formulieren, jetzt auf dem höchsten Stand seit über einem Jahr geklettert sind. Alleine gestern 9 Basispunkte. Das ist ein richtiger Schnaps. Also die Märkte erwarten jetzt mehr und mehr Inflation. Und jetzt all das in einer Situation, kann die Fed die Zinsen nicht senken. Offenkundig, obwohl eben die Verschuldung so massiv steigt und die Verschuldung des amerikanischen Staates immer drückender wird. Es ist derzeit um und bei 1,1 Billionen Zinsen. Der Faktor nur Zinsen, das ist bei einem BIP von etwa 27 Billionen natürlich schon ein erheblicher Faktor, Tendenz aber deutlich steigend. Ende 2024 dürfen wir bei 1,6 Billionen sein. Also das sind massive Ausgaben und dann wird eben bereits nicht nur die Zinsbelastung ein höherer Posten sein als die Verteidigungsausgaben, sondern auch als der Sozialhaushalt. Und dann wird es richtig kritisch. Das ist ein Riesenthema. Hier sehen wir das nochmal in dieser Grafik. Und das ist genau das riesige Problem, das natürlich jetzt da ist. Eigentlich wollen alle die Zinsen senken, aber es geht nicht. Und damit wird die Zinsbelastung, wird die Verschuldung immer drückender, immer heftiger. Und jetzt eben sagen sich die Märkte, entweder sie tun was dagegen, dann müsste eigentlich der Staat erstmal die Steuern anheben und die Ausgaben senken. Und die Fed müsste die Zinsen vielleicht sogar anheben, oder sie tun nichts dagegen, dass die Inflation weiter steigt. Und der Zweifel wird immer größer. Wir hatten gestern eine wirklich ziemlich hässliche Anleiheauktion einer 10-jährigen US-Staatsanleihe. Vorgestern ja eine 3-jährige Anleihe, riesiges Volumen, auch sehr schwach. Gestern wieder sehr schwach. Wir sehen Rendite bei 4,56%, fast 40 Basispunkte über der letzten Auktion, die wir im letzten Monat hatten. Das ist die höchste Rendite seit Oktober und wir sehen, die Renditen sind dann noch weiter gestiegen, die ja schon gestiegen waren nach den Inflationszahlen, sind also die Renditen mit dieser Auktion noch weiter gestiegen, sodass die Treasuries, also die Anleihemärkte, den schlechtesten Tag seit Mai 2023 hatten. Wenn die Kurse der Anleihen sinken, steigen die Renditen ja, und umgekehrt. Gestern sind die Kurse deutlich gefallen, also die Renditen gestiegen. Und wie gesagt, damit wird die Verschuldung der USA immer drückender, immer teurer. Und das in einer Situation, wo die Steuereinnahmen jetzt nicht gerade gut dastehen, sondern rückläufig sind. Wir werden 5% oder die Amerikaner werden 5% weniger Steuern einnehmen als noch im letzten Jahr. Und insofern ist dieser Trash-Talk von Trump und anderen, die die Unternehmenssteuern senken wollen, natürlich hochgefährlich, hochbrisant, vor allem in Sachen Inflation, vor allem in Sachen Glaubwürdigkeit einer Währung, Glaubwürdigkeit einer Notenbank, Glaubwürdigkeit, dass eine Regierung die Dinge in den Griff bekommen will. Die Fed war noch zuversichtlich. Gestern Abend wurde das Fed-Protokoll der letzten Sitzung
aus dem März war das ja veröffentlicht. Das waren aber noch andere Zeiten. Damals hat die Fed noch geglaubt, wie Jerome Powell kürzlich ja gesagt hatte, vielleicht war das ja nur ein Ausrutscher. Da im Januar vor allem und auch im Februar, jetzt haben wir drei Ausrutscher hintereinander. Das ist schon eine sehr glatte Fläche offenkundig, auf der man hier rutscht. Jetzt haben auf jeden Fall gestern dann die US-Notenbanker gesagt, okay, wir wollen dann wahrscheinlich ab Mitte des Jahres, sprich ab Juni, die Bilanzreduzierung reduzieren. Also es wird nicht mehr so viel monatlich abgebaut durch Quantitative Tightening. Das heißt, Liquidität wird zwar weiter abfließen, aber nicht mehr so stark wie zuvor. All das keine Neuigkeit. Aber hier nochmal zurück zu diesem Thema Zinsen. Wir haben jetzt derzeit von den Märkten eingepreist eine Senkung von 40 Basispunkten. Das sind also weniger als zwei Senkungen. Gestern, also am Dienstag, vorgestern genauer gesagt, vor den Daten, also an dem Tag vor den Daten am Dienstag, waren es noch 65 Basispunkte. Also wir haben mal eben einen ganzen Zinsschritt von 25 Basispunkten ausgepreist und vor allem ist das begründet, wie Thorsten Zwock, ehemaliger Deutschbanker, jetzt bei Apollo sagt, ja, schaut euch mal die Supercore an, die gestern ja massiv gestiegen ist wieder. Der Trend geht hier ganz nach oben. Supercore ist für die Fed sehr wichtig, eben der Bereich Dienstleistung ohne Housing, und wir sehen, dass eben im Dienstleistungsbereich einfach durch die Lohnerhöhungen jetzt wieder Inflationsdynamik reinkommt. Im Gütersektor ist sie sowieso. Und so haben wir jetzt die Situation, wenn wir den Schwenk zu den Aktienmärkten machen, zwischen dem Nasdaq und den Zinssenkungserwartungen. Das Ganze ist im Januar komplett auseinandergedriftet. Und jetzt fallen die Zinssenkungserwartungen immer weiter. Mal sehen, was der Nasdaq macht. Gestern hat Nvidia mal wieder geholfen, obwohl jetzt diese ganz große KI-Euphorie schon ein bisschen weg ist. Aber Nvidia war ein bisschen überverkauft, hat sich gestern erholen können. Überverkauft im kurzfristigen Zeitfenster natürlich. Übergeordnet ist sie natürlich noch massiv überkauft. Überhaupt keine Frage. Wie ist die Stimmung bei den Investoren, meine Damen und Herren? Wir sehen immer noch 42,4% der Privatanleger bullish. Nur 24%. Es sind der bärisch, also weiter relativ geringer Anteil der Bären, hoher Anteil der Bullen. Und unten sehen wir mal den S&P 500 gegenüber der Positionierung von CTAs, also US-Vermögensverwaltern. Da sehen wir, die haben jetzt schon abgebaut, ihre Positionierung, sind also vorsichtiger geworden. Heute bekommen wir dann am Nachmittag, am Abend die NAAIM-Zahlen, also Positionierung von anderen Vermögensverwaltern, könnte man sagen, an den Märkten. Jetzt ist die Frage, werden Amerikaner noch Aktien verkaufen, weil sie am 15. ihre Steuer bezahlen müssen? Maybe. Wir werden sehen, was da passiert. Auf jeden Fall, wie Charlie Bilello hier zeigt, haben immer mehr amerikanische Steuerzahler Ausnahmegenehmigungen erhalten. Noch vor 10 Jahren waren es nur 12,5 Millionen, jetzt sind 19,4 Millionen, die also jetzt nicht am 15. April ihre Steuern zahlen, sondern erst am 15. Oktober. Das nun mal am Rande. Und am Rande auch bemerkt, meine Damen und Herren, JP Morgan und BlackRock waren hier offenkundig über Teile der Inflationsdaten informiert. Gestern, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, kurz um 14.29 Uhr in einigen Sekunden ging ja etwa der Nasdaq um 100 Punkte um und bei nach oben. Also vor den Inflationsdaten, da hat man schon denken können, okay, hier waren ein paar informiert, dass die Inflation vielleicht niedriger ausfällt, weswegen die Kurse steigen. Das Gegenteil war dann der Fall. Die Märkte sind deutlich abgerutscht nach Vorlage eben der Zahlen. Jedenfalls ist das natürlich sehr bedenklich. Da gab es offenkundig E-Mail-Austausch zu einzelnen Komponenten wie Miete, Gebrauchtwagenpreise, die ja gefallen sind, wie auch Neuwagenpreise. Also das nur mal am Rande. Und am Rande auch erwähnt der Dollar. Booms, da ging es nach oben. Und so richtig fällt mir ein Argument nicht ein, warum der Euro zum Dollar jetzt deutlich steigen sollte, wenn wahrscheinlich die EZB gezwungen ist, im Juni die Zinsen zu senken, weil die Konjunktur schwach ist. Und weil die Konjunktur schwach ist, ist auch die Inflation niedriger als in den USA. Aber wir sehen hier diese massive Kerze des Dollars. Und der S&P 500 weiter außerhalb seines gebrochenen Trendkanals, das sehen wir hier nochmal. Da sind wir rausgefallen, gestern der WIX.
mit einem Anstieg, aber der hielt sich in Grenzen. Ich glaube, wir waren so 4-5% nur im Plus. Das ist angesichts dieser Entwicklungen noch relativ wenig. Mal sehen, was hier passieren wird bei dem VIX. Der ist in einer Zone, die nach oben gebrochen werden muss, wenn da mehr Korrektur kommen soll. Da könnte Potenzial sein beim Nasdaq. Der hat eine potenzielle, na, muss ich natürlich alles bestätigen, Schulter, Head and Shoulders Formation und ist auch kurz vor seinem 50-Tages-Durchschnitt. Der Dow Jones sieht insgesamt mit am schwächsten aus. Hier sehen wir, dass der unter das Tief vom letzten Donnerstag gefallen ist, als es ja einen heftigen Abverkauf gegeben hat plötzlich, wahrscheinlich aus geopolitischer Unsicherheit. Und geopolitische Unsicherheit ist auch ein Thema, das wohl weiter aufkocht. Erstens haben jetzt die Amerikaner 4 weitere chinesische Firmen auf eine Blacklist gesetzt. Kürzlich hatte ja Fitch für Ärger in Peking gesorgt mit der Änderung des Ausblicks für China von stabil auf negativ. Gestern hat die chinesische Pressesprecherin Mao Ning gesagt, nach dem Besuch von Janet Yellen, die Amerikaner schüren die Konfrontation im Namen der Zusammenarbeit, zeigen ihre Muskeln im Namen des Friedens und säen Chaos im Namen der Ordnung. Also das sind scharfe Worte, gar keine Frage, das ist schon ziemlich unverblümt. Wir hatten im By the Way heute Nacht der Verbraucherpreise aus China niedriger wieder als erwartet, zum Vormonat plus 0,1 statt 0,4 erwartet, zum Vorjahresmonat sogar rückläufig minus 1,8 und die Erzeugerpreise minus 2,8, sodass wir dann den Yuan teilweise schwer unter Druck haben gesehen haben. Dann hat offenkundig jemand eingegriffen, wer das sein kann, keine Ahnung, das weiß man ja nie bei den Chinesen, wer da eingreift, aber noch geopolitisch brisanter jetzt im kurzfristigen Zeitfenster, die Israelis dürften, so sagen es zumindest die USA, vor einem Gegenschlag des Iran stehen, nach dieser Attacke der iranischen Botschaft in Damaskus, so berichtet Axios, dürfte jetzt unmittelbar ein Gegenschlag bevorstehen, vielleicht heute. Wir werden es sehen. Jetzt jedenfalls ein hochrangiger US-Militär ist jetzt in den Mittleren Osten nach Israel gereist, um zu koordinieren mögliche Gegenschläge dann der Israelis. Es gab zwischenzeitlich die Meldung, dass der Iran seinen Luftraum über Teheran geschlossen habe, wegen Militärmanövern. Das wurde dann allerdings dementiert und gestern ja hatten die Israelis die drei Söhne des Hamas-Chefs, der ja nicht in Palästina oder im Gaza weilt, sondern im Exil sitzt, getötet, dazu auch drei seiner Enkel. Auch das dürfte die Stimmung noch weiter explodieren lassen oder noch brisanter werden, könnte man sagen. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen. Wird die EZB heute den Boden für eine Juni-Zinssenkung bereiten? Das ist die große Frage. Erste Empfehlung, ich bitte um Weiterempfehlung über Social Media Buttons. Sie kennen das. Und die zweite Empfehlung, der DAX unter Druck. Wird die EZB, indem sie sagt, ja, Kinder, wir werden im Juni die Zinsen senken, ein bisschen Auftrieb geben für den deutschen Leitindex? Das ist die große Frage. Diese beiden Empfehlungen und meine Empfehlung auch noch, Sie finden die Artikel unter dem Video, meine Empfehlung auch noch, 14.30 reinschauen bei den Erzeugerpreisen, dann natürlich EZB 14.15 und 14.45 die Pressekonferenz, das wichtige Termine, alles bei Finanzmarktwelt. Servus, ciao.